Redner. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Uns erreichen in jeder Minute bange Fragen vieler Menschen. Viele Menschen haben Angst um ihre Gesundheit, viele um ihre berufliche Existenz. Und vielen geht die Lösung zu langsam. Wir haben aber sichergestellt, als Regierungsfraktion und Opposition hier, dass Beratungen, die sonst Wochen dauern, in wenigen Stunden und hier in einem Tag über die Bühne gehen. Das ist unsere staatspolitische Verantwortung. Auch wir danken den Ministerien und den Kolleginnen und Kollegen der regierungstragenden Fraktionen. Und wir sind froh, dass Verbesserungen erreicht werden konnten. Mehr Flexibilität, etwa bei der Arbeitszeit, um dringend Versorgungsengpässe abzuwehren, um die medizinische Versorgung sicherzustellen. Zuverdienstgrenzen, die erhöht werden. Wir würden sie gerne ganz abschaffen. Die Kurzarbeit, ganz wichtig, um eben die Menschen in der Beschäftigung zu sichern, aber auch die Unternehmen zu erhalten. Liquiditätssicherung ist das zentrale Thema. Und ja, wir haben noch Sorgen, weil in einigen Bereichen sehen wir Lücken, weil für einige Unternehmen, nämlich für die mit mehr als 10 Mitarbeitern und weniger als 250 Mitarbeitern, die Hilfen aus unserer Sicht noch unzureichend sind. Wir ermutigen Sie, Herr Minister Heil, dass Sie hier weitergehen, dass Sie zum Beispiel die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen zumindest im Ausnahmefall zulassen, sodass dadurch Liquidität gesichert werden kann. Und wir möchten Sie ermutigen, die Regelungen der Arbeitnehmerüberlassung flexibel zu handhaben, dass zum Beispiel bei der Produktion von Beatmungsgeräten etwa durch den Weltmarktführer Träger, wo dringend Arbeitskräfte gebraucht werden, aus den Unternehmen, in denen gerade Arbeitskräfte nicht gebraucht werden, dass die zur Verfügung gestellt werden können. Und meine Damen und Herren, sozialer Schutz ist das eine, Gesundheitsschutz ist das andere. Beim Gesetz zur Feststellung der Epidemie von nationaler Tragweite sind massive Eingriffe in Grundfreiheiten, in Grundrechte vorgesehen. Wir sind der Meinung, dass dies nur durch den Parlamentsvorbehalt, nur durch den Deutschen Bundestag hier möglich ist, dass wir das Feststellen jederzeit auch aufheben können und dass das Gesetz befristet werden muss. Das war unsere Bedingung, unter der wir diesem Gesetz zustimmen können. Die wurde aufgenommen. Wir bedanken uns dafür, dass diese wichtige Kautele hier realisiert werden kann, meine Damen und Herren. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass die Zwangsverpflichtung von Angehörigen der Heilberufe, Ärzte und Pflegekräfte aus dem Gesetz herausgenommen wurde. Wir haben hier eine große Leistungsbereitschaft der Angehörigen der Heilberufe, und wir möchten an dieser Stelle Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und allen, die in Sozialdiensten tätig sind, ganz herzlich danken, dass sie ohne Ansehen der Person hier tätig sind. Ich glaube, die Zwangsverpflichtung wäre das falsche Signal gewesen. Deshalb herzlichen Dank, dass dies herausgenommen worden ist. Ein letzter Punkt, meine Damen und Herren. Die Besserstellung finanziell der Krankenhäuser ist uns wichtig, dass die Reha auf unseren Druck mit aufgenommen wurden. Dafür danken wir. Jetzt geht es aber auch um die reale Versorgung. Und wir bitten Sie, Herr Minister Spahn und Herr Minister Altmaier, dass Sie die Versorgung mit Schutzmasken, die Versorgung mit Schutzkleidung, dass die Versorgung mit Desinfektionsmitteln sichergestellt wird. Und wir wissen, das muss eingeflogen werden aus China. Die Abhängigkeit von einem Lieferland ist hier das Problem, meine Damen und Herren. Wir müssen jetzt auch mit der deutschen Industrie sprechen, dass sie umstellt, dass die Produktion hier im Land stattfindet. Denn eins ist klar, Feuerwehrleute darf man nicht ohne Atemschutz in ein brennendes Haus schicken und Ärztinnen und Ärzte und Pfleger nicht ohne entsprechende Schutzkleidung, wenn ein Virus so infektiös ist. Bitte helfen Sie mit, dass dieses Problem zeitnah gelöst werden kann. Vielen Dank. Susanne Ferschl, DIE LINKE, hat als Nächste.